Du dummes, unfähiges, nutzloses Ding! Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du versagst! Auf Kinder kann man sich einfach nicht verlassen. Aber... Vergiss die ganze Sache. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser Eier. Ohne Drachen schwindet die Magie in dieser Welt dahin. Ohne Magie sterbe ich. Und damit stirbt auch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte Zauberin ihre Gegner besiegt. Befreit mich aus diesem Käfig, ihr fiesen Schurken. Willst du Drache zum Mittagessen? Wenn ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran. Das sah im Original bedrohlicher aus. Meine taktischen Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abwerfen. Jetzt kämpf für die gerechte Sache! Aber natürlich, Wachmeister Bird! Hoppst du schießt mir nicht im Weg. Okay, der war im Original scheiße. Das ist immer noch. Den Bossfight mochte ich nicht. Das war einer, wo ich mir mal gesagt habe, oh, der ist scheiße. Oh, Treffer. Jo. Sieht noch harmlos aus. Aber ich sage euch, ja, das wird nicht harmlos bleiben. Okay, jetzt schießt du zweimal. Okay. Das hat Kavums. Nein! Wow! Ich habe das Gefühl, der ist nicht so schwer. Weil man natürlich auch wieder die Kamera hat. Das gefällt mittlerweile auch im Original, war die Kamera doch irgendwo auch ein Problem. Nein! Rennen. Okay, jetzt hat er mich erwischt. Ich glaube, dafür gibt es auch wieder ein Perfekt. Kann es mir vorstellen. Obwohl, bei dem einen gab es ja auch kein Perfekt. Das war's schon, oder? Ja. Lol. Kein Drache zum Essen. Nein. Den gab es nicht. Jetzt muss ich aber echt nochmal nachgucken. Gab es dafür einen Fähigkeitspunkt? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bosse musste man nicht auf Perfekt spielen. Das war, glaube ich, nur im ersten und im zweiten Teil so. 100% abgeschlossen. Der war einfach. Da habe ich mich im Original um einiges, ich sage jetzt mal, dümmer angestellt. Als hier. Die Arena. Habe ich ein bisschen an Baumwipfel erinnert aus dem ersten Teil. Ich weiß nicht warum. Kam so rüber. Hat mir jetzt nicht so gefallen, die Umgebung. Auch eher vom Charakter her. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich bedrohlich. Also im Original fand ich das schlimmer. Das ist, glaube ich, der erste wirkliche Negativpunkt, den ich habe. Aber die positiven Eigenschaften des Spiels sind immer noch da. Wie zum Beispiel der Kreise. Der hat da so ein kleines... Eine kleine Steuereinheit, könnte man schon fast sagen. Und schaut mal, wer uns wieder mal einen Besuch abstattet. Drache, Spyro, das ist ernst. Die Zauberin will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaubt mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Ja, auf einmal willst du uns helfen. Ja, nee, ist klar. Nee, aber sie hat schon recht. Die Zauberin plant wirklich eine Falle. Und
deswegen, genau deswegen machen wir jetzt die Level anders, in einer anderen Reihenfolge, als das normalerweise der Fall wäre. Einige, die das Spiel kennen, wissen warum, und ich sag euch, wie wir das machen werden. Wir werden nämlich nicht damit anfangen. Ich bin gerade überlegen, müssen wir damit anfangen? Nein. Den Charakter brauchen wir nicht. Also wir werden diese Welten hier in einer bestimmten Reihenfolge jetzt machen. Und damit werden wir nicht bei der Feuerwerksfabrik anfangen? Nein. Wir werden woanders anfangen. Wir werden hier unten anfangen bei dieser verlorenen Flotte. Damit werden wir anfangen. Dann werden wir das Fluglevel machen. Ich glaube, danach ist es eigentlich egal, was wir danach machen. So, dieser große Fisch hier. Ja, der macht das Maul nicht umsonst auf. Ich will mich mal kurz verspeisen lassen. Denn der hat ein Ei im Magen drin. Aber der lässt uns wieder auch wieder raus, keine Sorge. Okay, der sah im Original niedlicher aus. Kann ich da nochmal rein? Oder hast du immer deine Schnauze jetzt offen? Ich hätte mich jetzt mal gerne interessiert. Im Original kam man nämlich da nur einmal rein. Und dann war die Schnauze immer zu. Und ich glaube, das bleibt auch hier so. Die Schnauze bleibt zu. Nee, die Schnauze ist auf. Aber darf ich da nochmal rein? Warte mal, das interessiert mich jetzt schon mal bei dir. Ich darf noch mal rein, obwohl da nichts mehr ist. Okay. Das ist anders. Das war im Original nicht so. Da kamst du nie wieder rein. Das war da der tote Bereich. Hier ist dieser Bereich nicht tot. Hier ist er dauerhaft vermutlich zugänglich. Klar, kleines Detail am Rande. Was allerdings jetzt gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass man hier unten das Waschgeld findet. Genau hier. Hier befindet sich auch noch ein Drachenei. Und natürlich ein paar Edelsteine. Bei den Abendsee-Welten gibt es natürlich 600 Edelsteine pro Welt. Gut, ich könnte jetzt zurückgehen zur Bambusterrasse. Muss ich allerdings nicht, nein. Beziehungsweise können wir noch gar nicht, weil wir den Charakter, den wir ja auch gerade eben gesehen haben, den befreien wir auch erst später. Den lasse ich noch im Käfig, weil den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht mehr, ob man das direkt so machen muss oder nicht. Oder ob man die Mission nochmal machen kann. Hier haben wir noch den bezaubernden Grat. Das ist ein Scheiß-Level. Und hier haben wir die andere Rennstrecke, oder die Rennstrecke, die wir machen werden. Die Honigwabenstrecke. Die könnten wir auch als erstes machen, aber ich will sie nicht als erstes machen. Ein paar Edelsteine fehlen uns noch, kein Wunder, denn hier oben waren wir noch nicht. Aber man merkt, dass es hier Abend ist, Abenddämmerung. Das haben sie gut hinbekommen. Da müsste es bei der letzten Heimatwelt komplett dunkel sein. Hallo Spyro, dieses Power-Up kann dich für kurze Zeit unbesiegbar machen. Nutze es, um an den Feuerspuckern vorbeizukommen. Danach wirst du ein Ei finden. Ja, super. Ja, natürlich, das hält natürlich nicht lange an. Und natürlich, habe ich mir fast gedacht, will Spyro auch nicht die ganze Zeit schweben, so wie ich das will. Aber Moment mal, vielleicht klappt das ja auch so. Ja, natürlich klappt das auch so. Stuart Little. Hey. Da muss ich irgendwie immer dran denken. Boah, gerade so ging das noch gut. So, dann gibt es ja auch noch ein Ei. Beim Abendsee. Ich wollte gerade sagen, den Fünfer nimmst du aber bitte mit. So, dann haben wir noch ein weiteres Ei. Mit Ted. Dann gibt es hier eine Leiter, wo eigentlich das Sparks-Level ist. Was wir aber noch nicht machen können, dafür müssen wir immer den Boss-Fight erst besiegen. Oder den Boss besiegen. Von Abendsee. Dann nehmen wir die Hannah Montana mit.
Und dann finden wir natürlich noch ein paar Edelsteine. Genau. Hier drauf, wo das Frostaltar-Level ist. Frostaltar, richtig, da kriegen wir auch wieder einen besonderen Atem. Und hier drin ist der gute Knabe, den wir befreien können. Aber ich habe es ja gerade eben gesagt, der ist mir erstmal egal. Ich sehe gerade Sparks halt nicht. Ach, hier hinten bei der Rakete. Ja, genau. Genau, hier hinten noch. Damit haben wir die Edelsteine komplett. Bei den Heimatwelten gibt es nur 400. Das haben wir damit auch abgeschlossen. Und dann ging es jetzt auf in die